Mein Name ist Bastian Fest. Ich bin Geschäftsführer der Firma FMO Surface. Wir sind spezialisiert auf den Bereich Kunststoffveredelung. Das heißt, wir können sämtliche Prozessschritte nach dem Spritzguss unseren Kunden anbieten. Das umfasst die Bereiche Nasslackierung, Roboterlackierung, Handlackierung, Trommellackierung und auch die Bereiche Tampondruck, Siebdruck, Laserbeschriftung. Automatisierung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Gerade im Hinblick auf Fachkräftemangel ist das ein Feld, was wir sehr stark für uns entdeckt haben und auch weiter ausbauen wollen. Aktuell haben wir hier bei FMO drei KUKA-Roboter im Einsatz. Den ersten haben wir ungefähr vor 4 Jahren in einen Betrieb genommen. Der macht Bestückungstätigkeiten einer Laseranlage. Den zweiten KUKA-Roboter haben wir vor ungefähr 2 Jahren in Betrieb genommen, der in einer SPS eingebunden ist und dort kompliziertere Aufgaben übernimmt, wie Teile wenden, Teile messen und auch Teile belasern. Der LBR iisy ist vor 2 Monaten ungefähr hier angekommen. Dieser übernimmt Kontrolltätigkeiten als kollaborierender Roboter, sprich wir können hier mit Mensch und Maschine enger zusammenarbeiten. Mein Name ist Tim Herz, ich arbeite bei der FMO Surface GmbH und ich bin Vorarbeiter in der Laserabteilung. Wir produzieren hier Busverbinder, dort werden Data Matrix Codes drauf gelasert. Der LBR iisy ist dafür zuständig, die Data Matrix Codes auszulesen. Wir haben 2 verschiedene Kameras auf den LBR iisy montiert, die Qualität der Data Matrix Codes auszulesen. Sobald dort ein Data Matrix Code nicht zu lesen ist, bleibt die ganze Anlage stehen und zeigt uns, welcher Data Matrix Code fehlerhaft gelasert wurde. Der LBR iisy ließ sich sehr, sehr leicht integrieren. Vom Auspacken, vom Aufbauen und zur ersten Programmierung sind es wirklich nur 30 Minuten ungefähr. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Wir haben kein Engineering oder sonst irgendetwas. Wir haben keine Ingenieure, die sich vorher die Prozesse ausdenken und durchsimulieren. Wir müssen das in unserer Firmengröße alleine machen. Und dadurch ist die Einfachheit des Roboters gepaart mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis für uns ideal. Der LBR iisy bringt halt für uns die Vorteile, dass wir mit ihm innerhalb kürzester Zeit die Qualität und die Vollständigkeit der Codes auslesen können. FMO ist ein Familienunternehmen. Da ist uns ganz wichtig die Nähe zum Mitarbeiter und eine gute Qualität zum Kunden. Auch in Zukunft werden wir das Thema Automatisierung und Robotertechnik vorantreiben. Industrial Intelligence.